Ich habe mir eine kleine Challenge ausgedacht. In diesem Video richte ich 4 Sims 4 Räume mit einem katastrophalen Horror-Layout ein, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gut kann. Und Spoiler, das ist gar nicht mal so einfach. Ihr kennt es doch bestimmt auch, wenn ihr im Baumodus unterwegs seid. Ihr seid mit dem Haus fast fertig, aber es fehlt noch diese eine Ecke, wo ihr nicht so ganz genau wisst, was ihr da reintun sollt, weil sie auch so vom Layout so ein bisschen komisch ist. Und ich dachte mir, dieses Problem machen wir heute einfach mal ein bisschen größer. Ich habe mir nämlich von meinem Kollegen The Simser, aka Johann, ein paar Raumformen erstellen lassen, die wir in diesem Video einfach mal einrichten wollen. Und wie ihr schon seht, das hier ist die erste. Ja, also was man da reinpacken soll, ich weiß auch noch nicht genau. Ich habe ihm einfach gesagt, er soll wirklich die schlimmsten, grauenvollsten Raumlayouts anlegen, die es gibt. Und ich finde, er hat seinen Job sehr ernst genommen. Das sieht hier schon mal wirklich grauenvoll aus. Ich weiß gar nicht genau, wie ich hier anfangen soll. Wie ihr vielleicht schon wisst, ich bin jetzt nicht so der krasse Baumodus-Fanatiker. Wir können uns frei aussuchen, was wir da einrichten wollen. Hier könnte ich mir jetzt ganz gut eine Dusche vorstellen. Das würde vielleicht noch irgendwie funktionieren. Wollen wir daraus ein Bad machen? Ich denke, das könnte am ehesten noch hinhauen. Dann könnte man hier so eine Theke quasi reinbauen, wo man sich dann die Hände waschen kann. Wir starten jetzt einfach mal. Ich setze jetzt hier einfach mal so, ja, schon mal eine Tür hin. Wir stellen uns einfach mal vor, das wäre im Haus. Tatsächlich, hier ist ja auch schon so ein bisschen Tapete dran. Jetzt schauen wir doch einfach mal, was wir hier so haben. Ich bin ganz ehrlich, ich war schon so lange nicht mehr im Baumodus unterwegs. Das wird heute, glaube ich, für uns alle eine kleine Challenge. Ihr schaut mir dabei zu, wie ich hier gnadenlos versage. Werde und ich, ja, muss mich hier tatsächlich ein bisschen anstrengen. Boah, ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden. Was nehmen wir denn hier mal für eine Tapete? Ich würde sagen, so ein dunkles Badezimmer hat doch immer was. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die. Das sieht doch relativ passend aus. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Boah, die Fenster aus Werwölfe sehen tatsächlich sehr cool aus. Passen bloß leider gar nicht in den Stil, den wir hier machen wollen. Wir haben hier so ein bisschen größere Fenster. Wir haben mittlerweile auch extrem viele Fenster, fällt mir gerade wieder so auf. Ich fühle mich tatsächlich jetzt schon leicht überfordert, aber ich denke, dieses Fenster hier ist doch eigentlich ganz cool. Vielleicht so irgendwie, das finde ich macht einen ganz guten Eindruck. Ja, weil ich finde, hier drin ist es tatsächlich sehr dunkel. Wir lassen jetzt einfach mal das mit dem Fenster. Oh ja, ich glaube, hier lässt sich dann doch irgendwie was ganz Gutes zusammenstellen. Jetzt schauen wir doch einfach mal. Jetzt ist hier alles schon sehr dunkel. Vielleicht müssen wir da auch mal so einen kleinen farblichen Akzent mit reinbringen. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal hier die Dusche. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie wäre das denn hier vom Layout am besten? Stimmt, wir müssen hier auch noch eine Toilette unterbringen. Die hier vielleicht, die passt, finde ich, vom Stil auch tatsächlich sehr gut ja, zur Dusche. Als hätte man sich hier so ein bisschen abgestimmt. Ich weiß bloß nicht so ganz, was wir hier noch reinpacken sollen. Das Problem ist ja, ich glaube, meine Thekenidee wäre an sich gar nicht so schlecht, wenn nicht dieser Bereich hier noch wäre. Das geht dann ja vom Layout nicht so ganz hin. Eigentlich müsste man diese Ecke hier ja schon irgendwie so ein bisschen nutzen können. Wollen wir einfach mal versuchen, vielleicht dann doch von dieser Idee wegzukommen. Und ich platziere hier einfach mal so ein einzelnes Waschbecken. Das hier finde ich tatsächlich sehr cool. Kommt man hier überhaupt noch durch? Ja, eigentlich ist es fast der einzige richtige Ort hier fürs Waschbecken. Man könnte es tatsächlich auch hier hinstellen. Fände ich jetzt an sich auch gar nicht so schlimm. Der Spiegel ist mega. Ach, wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier noch gar nicht lang rumgescrollt, aber ich finde, das sieht hier schon mal so gut zusammen aus. Das war so ein bisschen freaky, aber an sich mag ich das irgendwie. Okay, das heißt auch, der Farbakzent, den wir jetzt hier für dieses Bad benutzen müssen, ist dann ja so ein bisschen dieses Rot. Jetzt schaue ich doch mal. Wir haben hier doch ganz viel Dekokrempel. Ich würde sagen, wir bräuchten hier auch nochmal so ein kleines Schränkchen, was sich ja, glaube ich, auch ganz gut in dieser Ecke hier machen würde. Ja, also so richtig gut sieht das hier noch nicht aus. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, für diese Ecke kann man fast auch nur noch Deko benutzen. Wenn wir hier einen Tisch hinstellen, sieht das auch so ein bisschen merkwürdig aus. Wie wäre es, wenn wir hier noch so ein Schränkchen unterbringen? Einfach so einen Wäschekorb. Ah, das ragt mir hier zu sehr in den Raum rein. Ich guck mal so ein bisschen weiter. Move Objects, dein Freund und Helfer. Ich denke tatsächlich, so eine Klopapierrolle schadet niemandem. Tatsächlich finde ich spontan ein bisschen schade, dass mit dem Krimskrams-Accessoire-Pack jetzt nicht wirklich Krimskrams auch fürs Bad dazugekommen ist. Das wäre doch vielleicht auch eine Idee für so ein eigenes Set für die Sims 4. Warum denn nicht? Wir haben sogar hier ein Rot, dann hat der Spiegel hier schon mal seinen Partner gefunden.
Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, das hier ist eine kleine Influencer-Wohnung, deswegen kommen hier natürlich auch Kerzen mit rein, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der auch seinen Bademantel passend zu den Farben von den anderen Objekten irgendwie kaufen würde, aber wir machen das jetzt mal bei den Sims so. Ah, das sieht hier leider alles noch so leer aus, aber jetzt bin ich schon fast hier ein kleines bisschen ratlos. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen Deko unterbringen. So ein Bild im Bad ist zwar wahrscheinlich ungewöhnlich, aber kann man eigentlich auch mal machen. Und die Pflanzen bei The Sims 4, ich habe es gerade schon hier vorhin im Intro-Satz gesagt, müssen natürlich auch immer sein. Machen wir hier noch so eine Wandlampe hin und ich denke, dann haben wir doch eigentlich hier auch schon das erste Zimmer ganz gut eingerichtet. Das gefällt mir sogar eigentlich ganz gut. Vielleicht hier noch so ein Teppich hin, das rundet das Ganze noch so ein bisschen ab. Aber ich denke, wir haben diese Ecke hier doch ganz sinnvoll genutzt. Also klar, hier hinten, der Teil ist jetzt so ein bisschen leer. Aber was hätte man hier sonst reinmachen müssen? Ich glaube, es war doch tatsächlich jetzt ganz gut, hier so ein Bad reinzubasteln. Ihr kennt es vielleicht auch, aber ich habe immer das Gefühl, die letzten Momente bei dem Bau der Wohnung sind so die längsten, die am längsten dauern, weil man irgendwie hier und da noch was hinzufügen will. So hatte ich das jetzt gerade auch ein bisschen. Raum 1 ist geschafft. Raum 2 platziere ich jetzt. Es ist dieser hier. Wir haben hier quasi also so einen ganz schmalen Gang, den man ja in echt auch hier nicht so wirklich hinbauen würde. Boah. Ich muss sagen, das ist ja fast noch schwieriger als unser kleines verwinkeltes Bad, was wir hier hingesetzt haben. Ich fände es irgendwie mega cool, hier alles mit so Fenstern auszukleiden, dass man hier so einen Bereich hat, wo man dann vielleicht ins Grüne gucken kann. Wenn man super reich ist, kommt man, glaube ich, auf die Idee, solche Spirenzchen damit reinzubauen. Man könnte hier auch vielleicht dann so eine Art Galerie reinbauen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man so seine selbstgemalten Bilder hier aufhängt oder so. So ein verträumtes Künstlerzimmer, warum denn nicht? Dann hätte man zumindest auch diesen Platz hier sinnvoll genutzt, weil ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass man hier irgendwas ansatzweise Sinnvolles reinbauen kann. Wir haben doch hier genau die, habe ich gesucht, hier diese großen Fenster, die man hier eigentlich ganz gut platzieren könnte. Ist jetzt halt die Frage, das würde an sich, wäre das von der Idee, glaube ich, sehr cool, aber so richtig sinnvoll nutzen kann man den Platz dann trotzdem nicht. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir hier so ein kleines Künstleratelier draus machen. Das könnte ich mir, glaube ich, noch ganz gut vorstellen. Oh, ich liebe ja die Fenster aus dem Moschino-Accessoire-Pack, die sind echt total cool. Wisst ihr was, die sind vom Stil so ähnlich, die bringen mir Glück. Ich platziere die jetzt hier auch einfach mal. Und ich glaube, das Erste, was noch Sinn macht, ist, dass wir die Tür hierhin platzieren. Die ist ja auch mal mega extravagant, aber finde ich, passt hier perfekt rein. Jetzt brauchen wir hier, glaube ich, mal ein bisschen was Helleres. Hier ist es ja sehr dunkel geworden. Dann machen wir jetzt einfach mal einen Raum, der ein wenig heller ist. Ich finde ja diese Tapete irgendwie ganz witzig. Wollen wir die einfach spaßeshalber mal hier so platzieren? Okay, auch irgendwie eine ganz komische Kombi. Aber die hier, finde ich, macht doch irgendwie was her. Dann machen wir es jetzt einfach so. Die hier wird quasi so, ja, mit Muster. Und dann machen wir hier auf die anderen Wände quasi eine bisschen neutralere Version. Wir wollen ja auch mal nicht übertreiben. Haben wir dieses Orange, was wir hier schon oben haben, irgendwie, können wir das ein bisschen mit aufgreifen, ist tatsächlich schwierig. Ja, nee, also so viel Muster muss, glaube ich, dann nicht sein. Oh, die hier, das hier müsste eigentlich genau die gleiche sein. Ich glaube, das passt dann doch ein bisschen besser. Das heißt, dieser Raum ist dann quasi nicht betretbar. Da können wir uns vorstellen, vielleicht läuft da irgendwie so der Kamin durch oder was weiß ich. Ganz ehrlich, wenn man für irgendwas eine gute Begründung hat, dann kann man doch alles irgendwie machen. Oh, das mit dem Boden finde ich jetzt total schwierig. Der sieht so ein bisschen rough aus. Das gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Also ihr merkt schon, hier komme ich dann als Baumodus-Person so ein bisschen an meine Grenzen. Ich glaube, das hier sieht doch tatsächlich dann so ein bisschen sauberer doch aus. Was ist denn das Wichtigste für einen Künstler? Natürlich, ihr habt schon bestimmt geahnt, die Staffelei, die platzieren wir jetzt hier direkt einfach mal am Anfang. Oh, wir haben mittlerweile hier so viele Gameplay-Objekte, da ist schon fast ein bisschen schwierig, die Staffelei überhaupt zu finden. So, in der Ecke hat die doch irgendwie ganz gut Platz, oder? Was haben wir denn noch? Wir können ja hier nicht nur so eine Künstlerecke, sondern auch einfach allgemein so einen kleinen Hobbyraum hier reinbauen. Oh, irgendwie machen mich diese Wände verrückt. Das ist hier alles so eng und man hat irgendwie gar nicht richtig Platz, hier was zu platzieren. Das ist total schrecklich, aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich auf so einen Einser-Schreibtisch ausweichen. Das geht hier dann doch vom Layout so ein bisschen besser klar. So gerade so kommt man hier noch irgendwie durch. Der hier wäre zwar jetzt irgendwie zum Sitzen wahrscheinlich perfekt, aber der passt leider nicht so ganz in den Stil rein. Jetzt gucken wir einfach mal.
ach, wisst ihr was, die hier beide sind ja auch im Set, dann nehmen wir doch einfach mal den, auch ein bisschen hier in ein bisschen gedeckteren Farben. Warum denn nicht? So, ein Bücherregal wäre hier, glaube ich, vom Platz noch ganz gut. Das hätte hier noch irgendwie Platz, aber da können wir natürlich auch nur diese 1x1-Möbel doch benutzen. Also tatsächlich so von den Farben gefällt mir das hier doch irgendwie schon ganz gut. Vielleicht schwarz, dann passt das irgendwie noch ganz gut zum Boden. Jetzt geht's ans Dekorieren. Ich glaube, so die wichtigsten Hauptsachen haben wir jetzt hier bereits drin. Ach man, an sich finde ich diesen Raum sogar ganz gut, aber ich darf natürlich die Wände nicht bearbeiten. Deswegen würde ich übel gern hier diese Wand einfach ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ich habe schon eine Idee, wie wir das dann so ein bisschen so aussehen lassen könnten, als wäre das hier wirklich so eine Art Galerie. Wir hängen hier quasi einfach noch so Lichter oben dran. Dann ist das, glaube ich, recht eindeutig. Ich wusste gar nicht, dass mein traumhaftes InDesign so schöne Bilder hat. Die sind nämlich tatsächlich sehr cool. So, und dann hier vielleicht noch so ein Bild vom Wein. Es ist sogar so eng hier, dass ich schon fast mit der Kamera hier gar nicht richtig hinkomme. Ich glaube, hier noch so ein kleines Schränkchen, wo wir dann so Farbgedöns abstellen können, wäre vielleicht noch ganz schlau. Aber selbst das wird hier schon fast so ein bisschen schwierig. Hier sollten wir, glaube ich, auch einen Tisch nehmen, der nicht so wuchtig aussieht. Der hier ist ja doch eigentlich ganz gut für den Zweck geeignet. Und so eine Stehlampe braucht man bestimmt auch, wenn man dann irgendwie malt, es dunkler wird und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da direkt so ein bisschen Licht vor sich hat. Oder wir räumen hier nochmal komplett um. Ich glaube, hier ist der tatsächlich besser aufgehoben. Dann kommt hier, ja, das sieht doch jetzt schon irgendwie so ein bisschen besser aus, kommt hier dann der Schrank hin. Großstadtleben hat tatsächlich diese geilen Vorhänge mit reingebracht, die aber leider auch so ein bisschen groß sind. Ich glaube, ah, das geht trotzdem irgendwie noch durch. Ich hänge die jetzt hier einfach mal auf. Ach, ich glaube, der ein oder andere bekommt hier direkt Platzangst, wenn man das hier so sieht. Sollen wir die Lampe vielleicht doch irgendwie woanders hinstellen oder eine bisschen dünnere Lampe kaufen? Komm, wir schauen noch mal, ob wir hier eine bessere Lampe finden. Ich glaube, die hier wird's. Die passt doch irgendwie auch so vom Stil so rein. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine bisschen künstlerische Lampe, die man hier noch so einstellen kann. Jetzt fehlen hier nur noch diese Neonlampen, die ich schon angesprochen habe. Damit sieht es dann, glaube ich, doch tatsächlich so ein bisschen so aus, als wäre das hier so eine kleine Kunstausstellung. Ja, es ist zwar jetzt sehr hell, das müsste man im Live-Modus noch ein bisschen, ja, sanfter einstellen, aber ich glaube, dieser Raum wäre damit auch fertig. Wir können jetzt hier vielleicht noch so gucken, ob es hier einen coolen Teppich gibt. Hier so ein, bloß ein bisschen kleiner vielleicht. Der hier würde vielleicht ganz gut noch reinpassen. Hier jetzt noch so einen Sessel irgendwie, um sich hinzusetzen. Den hätte ich direkt reingebaut, wenn das Zimmer ein bisschen größer gewesen wäre. Aber ich glaube, damit wären wir jetzt auch für dieses Zimmer fertig. Dieser Gang hat mich am Anfang fertig gemacht und gerade auch, dass es hier gar nicht mal so groß ist, macht das alles so ein bisschen schwierig. Aber ich denke, so würde das gerade noch gehen. Also wenn wir uns jetzt mal hier in den Zimmer reinversetzen, es ist schon hier alles so ein kleines bisschen eng, aber es geht gerade noch so. Und damit wären wir bei Zimmer Nummer 3, es ist dieses hier. Ich glaube, Johann hat sich hier so ein bisschen in das runde Wendetool verliebt. Oh mein Gott, wieso hab ich damit angefangen? Es ist schrecklich. Was soll ich hier tun? Jetzt mal ernsthaft, was könnte man in dieses Zimmer reinbauen? Das ist ja wirklich hier eine einzige Katastrophe. Ich wechsle jetzt hier mal auf die runden Fenster. Da haben wir auch gar nicht mehr so viele große. Die sind sehr hässlich. Die passen auch nicht. Die vielleicht irgendwie noch, aber ein bisschen größer. Okay, ich glaube, dieses Fenster hier wird's tatsächlich. Hätten wir Move Objects nicht, wäre es jetzt tatsächlich schwierig. Wollen wir mal so einen Raum mit ein bisschen bläulicherer Tapete machen? Das wäre doch, glaube ich, ganz witzig. Oder so? Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass die Fenster hier aus an die Uni so geile Farbalternativen haben. Okay, das sieht fast aus wie eine Tür. Apropos Tür, wo müssen wir eigentlich die Tür hinmachen? Hier wäre noch Platz für ein Fenster, aber ich glaube, wir können ja jetzt das hier einfach mal hier noch an die Wand mit dran platzieren. Haben wir denn passende mit an die Uni? Wahrscheinlich, so wie ich die Entwickler kenne, haben die das vergessen. Ja, super. Da gibt es jetzt nicht so viele gute. Ja, okay, bei der Tapete müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ran. Die habe ich jetzt hier auch eher mal so temporär angebracht. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dieses Lila, finde ich, passt doch sehr gut zu diesen Elementen im Fenster. Dann wird das so ein bisschen die Farbalternative für dieses Zimmer. Oh, wisst ihr was? Jetzt fällt mir gerade auf, wir haben doch die Sofas aus dem traumhaften InDesign Gameplay Pack. Die passen hier ja perfekt rein.
Die habe ich hier schon fast vergessen. Ja, ja, okay. So 100% leider nicht ganz, aber ich glaube, damit steht schon fest, was wir hier reinbauen. Ja, so richtig 100% zu den Rundungen passt es jetzt hier nicht. Aber ich denke, so könnte man es doch irgendwie machen. Was haben wir denn hier von den Farben? Haben wir hier auch so ein Orange? Oh, wir haben tatsächlich ein Orange. Das gefällt mir echt gut. Wir müssen hier wirklich irgendwas reinstellen, um das zu kaschieren. Aber ich glaube, gibt es hier Pflanzen, die hier ganz gut reinpassen? Wir können das hier vielleicht klein machen. So, wir basteln jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum. Ach, warum denn nicht? So, alles hier mal so ein bisschen zusammengeschrumpft. Jetzt müssen wir uns das mal überlegen. Hier ist ja die Tür, hier kommt man rein. Was könnten wir denn hier an die Wand machen? So ein, haben wir einen 1x1-Kamin? Oh, tatsächlich. Nee, aber der ist dann doch ein bisschen zu voluminös. Nee, also ich glaube, von der Ofenidee müssen wir auf jeden Fall weg. Das wird gar nicht funktionieren. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier hin machen sollen. Wir brauchen ja vielleicht noch einen Fernseher. Wollen wir dann hier quasi so einen kleinen Couchtisch hinstellen? Ganz ehrlich, ich glaube, der hier wird's. Der hier mit einer anderen Farbe. Oh, da ist überall dieses, ja, dieses Muster drin. Wenn wir da jetzt einfach den Fernseher draufstellen, sollte das doch irgendwie hinhauen. Das habe ich nicht gemeint, den hier habe ich gemeint. Warum denn nicht, oder? Mir fällt gerade auf, langsam ist es doch an der Zeit, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen untergeordnetere Deko-Kategorien bekommen. Die Liste hier an Deko-Objekten ist so lang und man sucht sich hier ewig durch. Ich stelle den jetzt hier einfach mal so hin. Ich habe den gerade spontan gefunden. Das ist ja fast perfekt für die Ecke hier. So, die Brille bringe ich hier noch mal unter. So kleine Deko-Details ist ja, finde ich, auch immer das, was es so ein bisschen ausmacht, was dann auch die ganze Wohnung ein bisschen wohnlicher aussehen lässt. Ich meine, Lampen kann man ja auch nie nie genug haben. Die hier hat irgendwie was. Ich finde, die passt so ein bisschen in diese ganze Atmosphäre von dem Raum rein. Ganz ehrlich, wisst ihr, was wir machen? Wir packen jetzt wirklich einfach dieses Deko-Objekt rein. Das Licht ist ja mal genial. Das müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen umändern. Ich finde, das gibt auf jeden Fall hier ganz gut was her. Und ich wusste sowieso auch nicht, was wir hier denn so tatsächlich an die Wand hängen sollen. So, hier vielleicht noch so Taschen in den Eingangsbereich. Zack, ein bisschen mehr Deko-Krempel. Man findet hier immer so ein paar Schätze, die man hier irgendwie unterbringen kann. Das hier ist mir dann doch ein bisschen zu grün. Das wäre dann vielleicht für draußen was. Ach, ganz ehrlich, das hier, finde ich, hat doch was. Das passt auch so von der Farbe doch ganz gut hier irgendwie mit rein. Jetzt haben wir hier alles so schön eingerichtet, aber diese kleinen Wurstgänge hier machen mir dann doch so ein bisschen Gedanken. Ganz ehrlich, für mehr als hier so einen kleinen Minitisch reicht es tatsächlich auch nicht. Ach Mann, die gefallen mir alle vom Stil nicht so. Das Problem ist aber, dass wir sonst hier nur ganz viele große Tische noch haben. Ist es zu viel Muster? Ich finde, der hier hat was, aber ich weiß nicht. Da merkt man halt wieder, dass ich das mit dem Baumodus nicht so oft mache, weil ich weiß jetzt nicht so ganz. Irgendwie, auf der einen Seite passt es, aber auf der anderen Seite sieht es hier auch schon fast ein bisschen zu bunt und nicht einheitlich aus. Hier einen passenden Stuhl zu finden, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Den hier, maybe? Dann müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Na, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Man bekommt ja auch so minimalst Platzangst, aber ich denke, was Besseres können wir hier irgendwie nicht machen. Hier so ein bisschen frische Kräuter oder so. Ich finde, das passt so ein bisschen in den Vibe von der ganzen Wohnung. Ganz ehrlich, so ein Regal habe ich hier noch gar nicht in Betracht gezogen. Vielleicht diese Würfel. Ja, so richtig gut an die Wände schmiegen sich hier diese kleinen Regale leider auch nicht. Obwohl, ich denke, das passt schon fast so. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass es hier so in der Luft schwebt, aber ich glaube, da lässt sich jetzt auch nicht so viel machen. So, ich habe mich jetzt hier nochmal für einen anderen Parkett entschieden, aber ich denke, damit wären wir dann auch tatsächlich fertig. Diese Farbkombi mag ich tatsächlich sehr gern, so dieses ja, lachsfarbene und lilane hier. Aber ja, vom Layout, das hier hätte man jetzt vielleicht noch ein bisschen tunen können. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was man in diese Ecke noch Sinnvolles hätte klatschen können. Ja, so 100% gefällt es mir irgendwie nicht. Aber ich glaube, besser kriege ich es hier tatsächlich auch nicht unbedingt hin. Und der letzte Raum, finally, ist dieser hier. Der ist quasi wie so ein sehr langer Wurm. Der geht hier nochmal einmal um die Ecke. Und ich bin irgendwie jetzt auch schon so ein kleines bisschen aufgeschmissen.
Ich glaube, der Vollständigkeit halber, wir wollen ja jetzt hier vielleicht dann auch so in jedem Raum ein eigenes Thema haben. Dann haben wir hier schon Bad gehabt. Hier hatten wir jetzt einen Künstlerraum und hier hatten wir ein Wohnzimmer. Dann machen wir hier doch vielleicht eine Küche hin? Eine Küche könnte ich mir halt noch aus dem Grund vorstellen, weil man hier relativ wenig Platz hat, aber hier zum Beispiel so Theken rein oder so, das würde noch irgendwie klar gehen. Leute, ich habe mich spontan wieder in diese Fenster aus dem Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack verliebt. Wisst ihr was? Wir benutzen die jetzt einfach mal direkt. Wir können das ja alles nachher noch abändern. Das Einzige, was wir natürlich nicht verändern können, sind dann tatsächlich die Wände. Auch wieder so doof. Jetzt haben wir hier coole Fenster, aber keine passenden Türen. Müssen wir jetzt halt ein bisschen improvisieren. Aber ich find's gut, wir haben jetzt hier, ich habe einfach irgendwo mal drauf geklickt und wir haben eine Tür gefunden, die doch vom Stil hier sogar tatsächlich reinpasst. Wir machen jetzt hier einfach mal grün rein und dann so an die Seite vielleicht dann so ein paar Fliesen. Es ist ja immerhin noch eine Küche, deswegen ist es, glaube ich, auch einfach ein bisschen besser, wenn man da eine Oberfläche hat, wo, wenn man irgendwas gekocht hat und es ein kleines Unglück gab, man dann nicht die komplette Küche dann neu streichen muss. Irgendwie hat es mir diese hier angetan. Ich weiß noch nicht, ob das final so bleiben wird, aber wir versuchen es jetzt einfach mal mit der. Oh, wie sollen wir diesen Gang hier gestalten? Man hat ja gar keinen Platz. Von außen, wenn man den Raum nicht anklickt, sieht man ja auch gar nicht immer unbedingt, ob das jetzt hier ein oder zwei Kästchen Abstand ist. Oh, was habe ich mir hier eigentlich selber angetan? Jetzt hätte ich relativ entspannt tatsächlich dann doch hier noch ein Schlafzimmer einrichten können. Das wäre hier wahrscheinlich gut gegangen. Aber ich merke schon, das war, glaube ich, ein totaler Fehler, hier jetzt versuchen zu wollen, hier eine Küche reinzubauen. Stimmt, wir müssen ja auch noch die ganzen Küchengeräte unterbringen. Ich glaube, ich habe mir das alles viel zu leicht vorgestellt. Dann machen wir diese Theke nochmal weg. Wir machen jetzt hier einfach mal erstmal die großen Geräte rein. Das ist, glaube ich, erstmal hier jetzt mal ganz wichtig. Irgendwie der hier hat es mir angetan. Vielleicht ist es besser, wenn wir den Kühlschrank hier hinpacken. Ich glaube, diese Ecke hier ist doch dafür ganz gut geeignet. Jetzt muss man hier halt so ein bisschen um die Ecke laufen. Ich habe mir das jetzt quasi so gedacht, dass man hier dann so ein bisschen Theken hat und hier hat man dann seinen Herd. Jetzt können wir hier nochmal eine Dunstabzugshaube drüber machen. Haben wir schon mal diesen Bereich hier einigermaßen fertig. Nee, tatsächlich, also vom Platz, das war's dann auch schon fast. Hier will ich dann nicht unbedingt noch mehr Theken reinbauen. Ich glaube, obwohl, wenn wir jetzt hier vielleicht noch eine hinmachen. Tatsächlich stimmt, wir brauchen noch eine Spülmaschine, fällt mir gerade auf. Die muss hier auch noch irgendwie untergebracht werden. Obwohl, ganz ehrlich, die Spülmaschine, ich wollte die zuerst hierhin platzieren, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir sie hierhin machen. Dann haben wir hier nämlich einfach noch diese Fächer drunter. Ich glaube, das sieht irgendwie dann hier ein bisschen besser aus, wenn hier nicht direkt zwei so fette Elektrogeräte nebeneinander sind. Sieht das komisch aus? So richtig zusammenpassen tut es ja irgendwie nicht. Oder wir verzichten halt einfach ganz auf so kleine Schränkchen hier oben. Oh, ich glaube, das hier ist wirklich der mit Abstand schwierigste Raum von allen, weil ich jetzt schon hier fast nicht weiß, was ich hier an die Wände hängen soll. Es bleiben ja hier fast nur Bilder. Wir können ja hier noch nicht mal... Ich hätte jetzt eigentlich hier dieses coole Objekt aus coole Küchen genommen, was ich tatsächlich in den Anfangszeiten von Sims 4 gefühlt immer überall hingeklatscht habe, aber selbst das geht ja nicht so richtig. Teller müssen irgendwie untergebracht werden. Wir können dieses lustige Bild hier aufhängen. Das passt hier doch, glaube ich, ganz gut rein. Jetzt wird es, finde ich, schon so langsam schwierig. Wir müssen hier natürlich noch so die Standardsachen aufhängen, die irgendwie immer bei den Sims mit rein müssen. Hier Pfeffer und Salz können wir natürlich nochmal platzieren. Ist es komisch, wenn wir hier so einen random Stuhl hinstellen? Das würde ja irgendwie so ein bisschen hier reinpassen. Von der Farbe passt es jetzt hier noch nicht so richtig so irgendwie. Ich würde jetzt hier einfach nochmal überall diese coolen Lampen aufhängen. Die finde ich eigentlich ein ganz nettes Licht abgeben, weil hier drin ist es ja noch relativ dunkel auf jeden Fall. Die hier vielleicht, ich finde, die hat hier sogar in dem Kontext was. Jetzt haben wir natürlich hier weniger Platz, um noch irgendwas auszudekorieren. Ah, mit den Teppichen, das ist halt auch immer so eine Sache. Die gefallen mir hier irgendwie alle nicht so gut. Oh, die Farbkombi hat doch was. Nee, also ich glaube tatsächlich, jetzt haben wir es doch hier ganz gut noch hinbekommen. Also ganz ehrlich, zum Arbeiten ist es hier wahrscheinlich eine einzige Katastrophe, wenn man hier die ganze Zeit hin und her rennen muss. Auch mit diesem Raum sind wir jetzt fertig. Tatsächlich, die Tapete passt jetzt hier doch echt, finde ich, ganz gut rein. Ich glaube, jetzt kann ich erstmal für mehrere Monate lang nicht mehr bauen. Jetzt bin ich leicht traumatisiert, weil ganz ehrlich, dieses Layout...
irgendwie, ich finde, so von den Objekten, das passt eigentlich ganz gut zusammen, aber hier durchzulaufen, es ist schrecklich. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es hier vielleicht irgendwas gegeben hätte, was in die jeweiligen Räume noch besser reingepasst hätte. Ich habe jetzt hier versucht, mein Bestes zu geben, aber ich glaube, ihr werdet jetzt auch nicht wirklich viel mehr Baumodus-Content von mir sehen, weil ich das halt einfach nicht so ganz gut kann. Macht es gerne mal nach. Ich finde, es ist an sich auf jeden Fall eine sehr lustige Herausforderung. Vielen Dank auch nochmal an Johann für das Bereitstellen dieser sehr, ja, interessanten Räume, sage ich mal. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.